Hey, grüßt euch. Ja. Buff. Hafti und KEZ Block. So, es geht immer um Block. Samra habe ich gerade gemacht. Und da war es auch mit dem Block, oder? Ja? Canada Goose, aber da ging es auch um Block. Und ja, irgendwie geht es immer um Block. Mako hat letztes Mal was mit Block gemacht. Dann Oma, Block. Also. Die treffen sich vielleicht alle. Mako bringt Gras mit und dann geht es alles ein bisschen gechillter ab. Ja, mal gucken, ob das schon Einfluss auf die Musik hatte. Dann starten wir mal. Nette Wohngegend. So toll da. Das Block ist eigentlich nicht schlecht. Also ich bin auch im Hochhaus aufgewachsen, so irgendwie, ne? Ich fand das ganz gut. Also unser Haus war 8 Stockwerke hoch. Und ich war im 5. Stock irgendwie. Und ich fand das ganz okay, irgendwie. Also Beton, ich mag Beton. So. Und da war auch viel los. Also viel Jugendliche und alles. Ne? Da war echt was geboten. Ja, die sehen halt schon ein bisschen verratzt aus, aber so ist das. So war das auch, 70er, 80er Jahre oder so, dann haben sie die viele so Blocks, glaube ich, hochgezogen. Also es war bei uns so eine Trabantenstadt, 10.000 Einwohner, nur ein Stadtviertel, wo sie so mit Hochhäuser gemacht haben. Wer hat die Street? Wer hat den Key? Zu seiner Stadt, Junge, mach Platz, ich hab ein Ziel. Run your love. Wow. Ja, das knallt gut rein jetzt irgendwie. Wer hat den Barf? Was sagt er? Wer hat die Street? Puff. Das ist mal nicht schlecht. Rapper sind lame, sie kaufen sich Chain. Ich kaufe mir den Block, Block, Block. Ja, das geht wenigstens mal rein. Ne? Ich habe so am Anfang, jetzt heute Morgen, CR7Z und Kollega gemacht. Das ist natürlich schon viel. Boah. Aber auch zum Reacten viel, viel anspruchsvoller. So, ne? Ach, da tut doch mal sowas gut. Einfach nur so, puff. Und puff und ja, finde ich geil. Waren wir lost, waren lost. Ja. Kommen wir den Block, Block, Block. Waren wir lost, lost, lost. Gut, das macht er nicht, aber wäre auch ganz gut. Rapper sind lame, sie kaufen sich Chains. Ich kaufe mir den Block, Block, Block. Cool. Sie kaufen sich Chains, Ketten. Warum auch immer, so halt. Ne? Ja. Sind immer die Gefahr, hey, wenn du eine Kette hast, eine Goldkette, dass ja jemand so weg ist er so, ne? Ja. Block Legends, sie sagt mir, das schlaft der Cousin von Totes. Okay. Schlafst der Cousin von Tod. Ne? Also wisst ihr Bescheid, ne? Ja. Block Legends, sie sagt mir, das schlaft der Cousin von Totes. Deshalb lieg ich hier nachts wach, als wär ich ständig auf Koks, Bitch. Okay. Warum ist er jetzt wach? Nur weil es irgendjemand sagt? Sag mir nicht, dass du wüsstest, wie es sich anfühlt, wenn man eine Note. Hier musst du Gesetze brechen. Doch, ich weiß das. Ich weiß das, wie das ist, wenn man in Not ist. Auf jeden Fall, hey, oft genug keine Kohle gehabt, nichts zu fressen gehabt und so. Hey, echt, echt, oft, 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 oft genug. So oft, dass ich jetzt echt die Schnauze voll habe hier. Und jetzt habe ich immer irgendwie, ich habe nicht viel Geld, aber ich habe immer ein bisschen Kohle dabei und habe immer, kann immer mal schnell was kaufen. Oder ich habe mir jetzt hier so Kopfhörer gekauft, irgendwie so. Ne? Es geht immer irgendwie. So. Aber das ist in der eigenen Verantwortung. Und das heißt noch lange nicht, dass man kriminell werden muss, ja. Gerade wenn man jung ist, klar, da hat man erstmal kein Geld, bis man sich mal ein bisschen was aufgebaut hat oder ein bisschen Wissen. Ich kann immer einen Computer reparieren oder sowas, ja. Da kommt immer ein bisschen Kohle rein, so. Damit du abends dein Brot brichst. Rapper sagen, sie sind nie mehr broke, während sie noch zur Miete wohnen. Nie wieder ein Kilo holen, sondern ballen, als wäre ich Dieter Bohlen. Ballern, als wäre ich Dieter Bohlen, okay. Miete wohnen, Dieter Bohlen. Okay, alles klar.
Sterne auf meinem Grill, morgen Pferde auf meinem Grill. Immer mehr von dem, was ich will, bis ich sterbe auf einem Hill. Ja. Sterne auf meinem Grill, ja, morgen Pferde auf meinem Grill. Ja, was, Pferde auf dem Grill, echt? Immer mehr von dem, was ich will, ja, bis ich sterbe auf einem Hill, ja. Cool. Irgendwie, ja, das ballert so, ne? Das ist wirklich so, paff, da, 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 paff. So, das ist auch geil, das hat was. Auf jeden Fall. So, jetzt kommt KIZ und Hafti, ist mal gespannt. So. Ganz unten kommt noch mal Part 2, Hafti. Kleiner Part, oder? Ich hab ein Ziel. Ja, ja, Ziel, Ziel. Block. Oh, Hafti tanzt. Nochmal. Kauf mir den Block, 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 da in der Hood, Pop, da in deinem Club. Wir kommen von nächster, heute sind wir rich, Rolls packt wie ein Bus. Waren wir los, Drama im Kopf. Ah, ich muss anhalten. Das krieg ich wieder Ärger. Stopp, nein, das geht nicht, viel zu lang. So. Okay, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ja, schade, aber eigentlich Haftbefehl hat man bis jetzt noch nicht gehört, ne? Aber ist halt Feature Des oder Feature Haftbefehl, aber da durch den Namen Hafti kommt er halt auch hoch. Also er kommt, KIZ aus Baden-Baden, habe ich gelesen, das ist natürlich eine harte Gegend, ne? Das ist natürlich eine harte Gegend. Ich glaube, da wohnen die meisten Millionäre in Deutschland. Aber die sind alle so 80 plus, ne? Und die fahren Auto. Also wenn ihr hier so irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, was sie haben, Baden-Baden, irgendwie so Kennzeichen, da muss ich echt aufpassen, so, ne? Und das ist halt so, da fährst du nach Baden-Baden, da fährst du halt so durch die Fußgängerzone 80, normal, ne? Und dann irgendwie plötzlich fährt einer mit 5, weißt du? Baff, ne? Dann hast du gleich mal irgendwie zwei ältere Menschen platt gefahren und dann durch den Schlag und den Lärm, dann fliegen gleich noch außenrum noch ein paar um, ja, dann kannst du dir vorstellen, Drama. Block, Block, Block. Ja, ja, ja. Haft! Haft! Strecke das JJ! Strecke das JJ! Ja. Press auf CD! Fresse dein Autotune-Gehirn mit Waffen, Rapper, Baby! Fresse dein Autotune-Gehirn mit Waffen. Ja, das ist geil. Das ist geil. Deutscher Rap ist ein Köpfig! Köpfig! Hilde der Fuck in der Bewegung! Bewaffnet wie Chichen! Sind es über einem Gemetzelis! Mercedes! Sticker durch Schecke! Es ist AFDB! FRL, Fischer mit Cash und frisch in dein Baby! Frankfurt, gib ihm! Frankfurt, Katar, gib ihm! A5, Gönig! Der Norden ist kalt, der Süden ist steady! Was sagst du, Lennig? Lennig! Süden, ja. Süden, ja. Was? Muss trotzdem anhalten, Kollege. Ist jetzt aber gleich zu Ende. Ich muss leider immer wieder anhalten, sonst gibt's irgendwie. Ja, habe ich schon gesagt. Der Norden ist kalt, der Süden ist dirty. Was dachtest du, Lelek? Okay. Ja. Ist schon so. Ich bin eigentlich geboren bei Duisburg in der Nähe und so. Und dann sind wir als Kind so nach Baden-Württemberg, sagen wir es mal so, Freiburg. Jetzt bin ich hier in Tübingen. Und harte Gegend hier. Oberbürgermeister Boris Palmer. Puh. Echt. Rapper Oma. Ne, dann wisst ihr Bescheid. Okay. Ja, nochmal ein Stückchen. Sonic. Alles klar. Ja, hey. Das ist jetzt das dritte, was ich mache. Ich habe ja vorher gesagt, so, ne? Sandra, das hier. Aber das hat mir jetzt irgendwie, das hat irgendwie gut reingeballert, so, ne? Das hat irgendwie, ich mach nochmal das Stadtbild, hey. Ja. Das hat irgendwie am besten reingeballert, so, muss ich echt sagen, so. Also manchmal sind so die einfacheren Sachen ohne jetzt so mordskomplizierte Texte, so, finde ich gar nicht so schlecht, hey. Echt, irgendwie,
Ne? Was soll Musik machen, ja? Also nicht nur vielleicht, aber sowas, das das gibt dir einfach so einen Push oder sowas, ne? Finde ich echt. Jetzt gucken wir mal dahin. So, also hey Leute, ne? Aufpassen im Blog. Und hey, macht's gut. Und ja, tschüss.